Victoria wird uns jetzt in zufälliger Reihenfolge jene 8 Kandidaten nennen, die wir nächsten Freitag auf jeden Fall hier sehen werden. Victoria, wer ist die Erste oder der Erste, der nächste Woche wieder mit dabei ist? Nächste Woche mit dabei ist Eva. Aber das bitte bedeutet jetzt nicht, dass Eva die meisten Stimmen von Ihnen bekommen hat. Victoria hat sie nämlich zufälligerweise gezogen. Und jetzt sind wir gespannt, wer nächste Woche auch garantiert mit dabei ist. Victoria, wer ist sicher mit dabei? Genügend Stimmen gab es für Alexander. Eine Entscheidung des Souverän nehme ich von Ihnen zu Hause als Jury. 2 stehen schon oben. Alle guten Dinge sind nicht 3 bei uns, sondern 10, aber 8 definieren wir jetzt. Wer ist nächste Woche sicher mit dabei, Victoria? Fix dabei ist auch Gudrun. Unsere jüngste Kandidatin ist auf jeden Fall mit dabei. Ist der nächste ein Kandidat oder wieder eine Kandidatin? Victoria weiß es. In der nächsten Runde ist Alice. Prozent der momentanen Sicherheit haben wir bereits vergeben. 4 stehen oben. Victoria, wer ist die Nummer 5, die wir nächste Woche wieder sehen werden? Die Nummer 5 ist Markus. Die Reihen lichten sich. 5 Kandidaten stehen noch hier. Meine alte Mutter würde jetzt sagen, Hausmarke Alfons, also meine Hausmarke. Eine von den fünf gehen jetzt sofort wieder hinten auf, denn sie wissen, dass sie mit Sicherheit den Traum weiterträumen dürfen. Victoria, wer wird das sein? Den Träum weiter träumt auch Naside. Wir haben noch die jüngste Kandidatin bei uns stehen und 3 Herren. 2 davon werden mit Sicherheit nächste Woche wieder hier sein. Wer wird nächste Woche wieder überzeugen dürfen? Victoria. Mit dabei sein wird auch Simone. Ja, unverhofft kommt oft. Es stehen nur noch 3 hier neben mir, die Herren der Schöpfung. Einer von euch ist am nächsten Freitag auf jeden Fall mit dabei. Bevor ich das jetzt aber sagen lasse durch die Victoria, noch einmal bitte, wer immer das jetzt sein wird, das heißt nicht automatisch, dass diese Person dann mehr Stimmen haben wird oder weniger Stimmen haben wird, das ist ganz offen, das hat jetzt nichts zu bedeuten, wie dieses Stimmvoting war.
Wer von diesen drei Herren hier gehört jetzt zu diesen acht, für die Sie sich, meine Damen und Herren, unser Publikum entschieden haben? Victoria. Das Publikum hat sich entschieden für... Vincent. Okay. So. Also mehr oder weniger, dieses Ergebnis ist jetzt amtlich. Offensichtlich habt ihr beide die wenigsten Stimmen bekommen von unserer Jury. Aber es ist noch immer nicht aus. Es liegt nämlich noch immer an euch beiden zu beweisen, dass es doch weitergehen könnte. Denn jetzt entscheidet sich, wer nächste Woche hier mit dabei sein wird. Alle unsere Kandidaten, meine Damen und Herren, haben für diesen Fall, dass sie hier stehen würden, wir haben ja noch 7 Wochen Zeit, einen sogenannten Joker-Song vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für ein Song sein wird. Eines weiß ich aber ganz sicher, dass einer von diesen beiden diesen Joker-Song brauchen wird, um nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Ein Lied, nur gesungen mit der eigenen Kraft der Stimme und begleitet auf einem einfachen Klavier, aber von einem großartigen Musiker, unserem Dirigenten Herbert Pichler. Wir haben es so definiert, dass der Kandidat mit der kleineren Startnummer, in diesem Fall ist das die Nummer 02 der Bernhard, auf Warteposition geht. Sicher? Nein, völlig falsch. Wieso weißt du, was ich machen soll? Zufall, ne? Ich habe aufpasst bei der Probe, gell? Ich habe keine Probe gehabt, das war der Unterschied, weißt du? Du hast eine Probe gehabt. Gut, du stehst jetzt draußen und wartest. Ich bringe dir jetzt einmal das, was relativ gefürchtet ist in diesem Job, nämlich ein beinhartes Mikrofon, das wir hier herstellen. Bernhard, dein Joker-Song, womit wirst du uns überraschen? Welches Mikro ist an? Sunset Boulevard aus Sunset Boulevard. Meine Damen und Herren, Sunset Boulevard aus Sunset Boulevard. Mit Startnummer 02, Bernhard. The dreams were yours, the dreams were mine, but in those dreams were hidden dragons. Sunset Boulevard, ruthless boulevard, swamped with every kind of false emotion. Sunset Boulevard, brutal boulevard, just like you will wind up in the ocean. She was sinking fast, I threw a rope, now I have suits and she has hope. It seems an elegant solution. One day, this must end, it isn't real. Still I enjoy a hearty meal before tomorrow's execution. Sunset Boulevard, ruthless boulevard, destination for the stony-hearted. Sunset Boulevard, lethal boulevard, everyone's forgotten how they started. Here on Sunset Boulevard. Das war mit der Startnummer 02 Bernhard, mit der Startnummer 07 kommt jetzt Werner. Werner, was ist dein Joker-Song? Durch das Dunkel der Welt aus Aida. Durch das Dunkel der Welt, meine Damen und Herren, Startnummer 07 für Sie, Werner. Ist richtig zu erklären. Nicht, doch du wirst mich verstehen. Schau mir einfach ins Gesicht. Jeder geht durch das Dunkel der Welt. Keiner kann die Wahrheit sehen.
Bernhard und Werner. Okay. Meine Damen und Herren zu Hause, Sie haben die Joker-Songs jetzt gehört. Ich kann Ihnen jetzt nicht mehr anbieten, als die beiden Kandidaten einmal bitten, die Positionen wieder zu wechseln. Nicht nur, dass ich die Nummer nicht weiß, bin ich ja Legastheniker. Gut. Ja, wir sind live, der beste Beweis. Wem werden Sie eine zweite Chance geben? Wer soll nächste Woche auf jeden Fall wieder hier sein? Wer von den beiden weiter ist, das wissen wir in 60 Sekunden. Und diese Entscheidung, die wird jetzt ganz schnell fallen. Denn das ist die Telefonrufnummer, unter der Sie Bernhard oder Werner jetzt in die nächste Runde wählen können. Wen wollen Sie nächste Woche hier sehen? Der Countdown läuft ab jetzt. Meine Damen und Herren, Sie hatten 60 Sekunden. Die Entscheidung ist gefallen, wer in dieser Show bleiben soll. Auf dieser Seite steht Werner, auf dieser Seite steht Bernhard. Für einen von beiden wird der Traum, Musicalstar des Jahres in unserer Show zu werden, heute zu Ende sein. Für den anderen wird er weitergehen. Wen wollen Sie nächste Woche sehen? Sie haben entschieden. Wie am Broadway oder am Raimund Theater oder im Theater an der Wien ist der Star. Oder zumindest der weiterkommt und die Chance drauf hat, der im Rampenlicht stehen bleibt. Es ist Werner! Der größte Applaus gehört aber Werner! Dankeschön. Hat sich ausgezahlt, trotz allem, dass du jetzt gehen musst? Es hat sich ausgezahlt, dass ich hier war. Auf jeden Fall. Die Show heute war das Größte, was ich jemals gemacht habe. Es war, um in der Farbe des Abends zu bleiben, saugeil. Das war Bernhard, meine Damen und Herren. Das war unsere erste Show. Ich freue mich auf Sie nächste Woche, auf meine neuen Kandidaten. Und bitte vergessen Sie nicht, die ganze Welt ist Bühne. Guten Abend.